Halli, Tralla, da bin ich wieder. Und ich habe jemanden mitgebracht, der ganz zufällig gerade vorbeigeschneit ist. Ein Babykätzchen. Ein richtiger Schnubbel. Ja. Guck in die Kamera. Alle Welt liebt dich. Alle Welt liebt Babykatzen. Liebeskummer an sich ist ja, ne? Es kommt vor. Aber stellt euch mal vor, es würde nicht vorkommen. Wenn es nicht vorkommen würde, hätte man ja vorher keine Liebe gehabt. Und wenn man das Schöne, also die Liebe an sich, vorher nicht gehabt hat, kann auch der Liebeskummer nicht dermaßen schlimm ausfallen. Leute trennen sich, Leute kommen zusammen, bla 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 bla. Das kennt man ja alles schon. Aber wenn Liebe einfach wäre, wäre sie nicht mehr so besonders. Es ist ohne Kohlensäure stilles Mineralwasser plus Frucht. Ich habe in dieser ganzen Flasche aber gar keine Frucht gesehen. Ich habe hier so viele schöne Bücher liegen. Eigentlich wollte ich ja eine Buchvorstellung machen zum Beispiel. Warum Männer lügen und Frauen immer Schuhe kaufen, ist das. Dann haben wir von Petra Hammersfahr das Geheimnis der Puppe. Natürlich noch Walter Mörs mit Insel und Krete, ein Märchen aus Zamonien. Auch super geschrieben, ich meine Brumli. Babykatze! Willst du einfach bei mir bleiben? Du bleibst jetzt hier. So, mach dir einen bequemen Platz. Cool, endlich kann ich mal sehen, was du auf meiner Schulter tust. Ich würde ja auch gerne die Ratte hier hochholen, aber die kaut wahrscheinlich mein Mikrofon an. Ich sehe nicht knuffig. Oh. Ja, ihr kennt ja noch gar nicht mein Nilpferd in der Dose. Eigentlich ist das keine Dose, sondern eine Kokosnussschale von einer Kokosnuss, die man selbst gegessen hat. Da! I love me. Ach Quatsch. Love me. Ja, ich mich auch, ich weiß. Es ist ein Nilpferd. Ein rosanes. Diesen pompösen... Könntest du aufhören, dazwischen zu reden? Wort. Und ich habe dieses wunderschöne rosa Herz hier, das mal irgendwann in irgendeiner Zeitschrift zu finden war. Du hast Krallen an dem Ende. Ja! Du Schnubbel! Dann kletter mal runter. Den Rücken hast du mir eh schon zerkratzt. So, dann geh runter. Und wehe, du heulst, du willst wieder hoch. Das habe ich mir schon gedacht, jetzt bleibst du unten. Leck mich am Arsch. Also dieses Wund... Dieses wunderschöne Herz, das kann sogar sprechen. Da steht, I love you, drück mich und jetzt pass auf. I love you. I love you. Hier, da. Eins habe ich, habe immer eins übrig. Von jeder Packung, also habe ich wahrscheinlich schon hunderte davon. Irgendwie. Dann haben wir hier einen super geilen Springbrunnen, der absolut nicht springt. Voll dich verarsche, der bleibt einfach immer fest an seinem Standort, das finde ich ziemlich beschissen. Ich meine, dann dürfte man ihn nicht Springbrunnen nennen, weil der bewegt sich ja nicht. Ja, dann habe ich hier einen Teddy, mal wieder. Ohne dich macht alles keinen Spaß. Auch von meiner Mama. Dann haben wir da oben einen sitzen. Auch von meiner Mama. Ach, hier ist noch eine Maus. Auch von meiner Mama. Weil ich heiße selten Nessa bei ihr. Wenn sie irgendwas will oder einfach nur nett ist, dann sagt sie Maus zu mir oder Eule, weil ich so riesen Augen habe. Meine Affen. Nichts sagen. Nichts sehen. Und nichts hören. Guck mal. Ist ja klasse, mein Blog im Hintergrund. Haha. Jetzt habe ich es überbelichtet. Dann habe ich gestern einen Glückskeks geknackt und da steht drauf, dies ist ein verheißungsvoller Monat, aber du musst wachsam bleiben. Sie verstehen es, andere für ihre Ideen zu begeistern. Das finde ich garantiert ganz gut, weil ich brauche Leute, mit der ich ein Internetportal aufmachen kann. Das heißt dann, bewerte deinen Ex-Freund. Hier, was fällt Männern dabei sofort ein? Nein, dafür liegt sie nicht hier. Mein heißgeliebter Eiskaffee. Morgens eine Dröhnung, die braucht man. Riecht schon allein der Geruch. Guten Morgen!
das Thema von diesem Blog ist, ich räume gerade meinen Schreibtisch auf, einem damaligen Freund Andreas, zu Ostern einen Kettenanhänger bekommen, der eigentlich für eine andere Frau bestimmt war. Da saßen wir am Osterfrühstückstisch und da hat er mir den Anhänger geschenkt. So, und da habe ich die Kette einfach von angemacht, weil sie einfach am besten passt. Aber ich trage sie eigentlich nicht. Ich müsste mal eigentlich nachgucken, wie viel sie wert ist, damit ich die mal gucken. Vielleicht kann man die auftauschen. Kennt irgendjemand die Goldschmiede Skibnewitzki? Falls sie jemand kennt, meldet euch mal. Vielleicht haben wir noch eine Telefonnummer. Ich finde sie zumindest nicht. Deswegen habe ich nicht mehr so viele Brieffreunde, weil ich meine Briefe zwar schreibe, aber nicht so schnell abschicke. Und dann haben die wahrscheinlich schon... Dann ist das wahrscheinlich der Brief vom 1. Januar 2009 und rausgeschickt wird der 1. September, wenn ich mich auch nicht mehr dazu aufraffen kann. Dabei ist das gar kein Problem, mal eben 45 Cent auf diese scheiß Postkarte oder auf den Brief zu kleben und abzuschicken. Aber ich bin da so trottelig. Ja, jetzt heulst du wieder, ne? Ja. Ja. Da kannst du ruhig heulen, wie du willst. Gerade wolltest du mich nicht, jetzt kriegst du mich nicht. Nicht. Das Schöne an solchen Beziehungen ist, sie sind nur schön, solange man sich nicht richtig kennt. Es lohnt sich nicht, auf die Tube zu drücken, du bist noch jung. Und wenn der nicht will, du bist hübsch. Du könntest so viele haben. Guck mal, das ist es. Das ist von Hama, eine Adapterplatte. Aber ich weiß nicht mehr, wofür. Ich habe absolut keine Verwendung dafür. eBay. So einen Brief zurückschicken, also so einen einfachen Brief, da freut man sich ja schon. Wenn sowas im Briefkasten liegt, ist das eine Zusage zum Bewerbungsgespräch. Und nein, was steht drin? Schicken wir Ihnen Ihre Bewerbungsunterlagen gerne wieder zurück. Rufen Sie einfach mal. Das heißt, ich darf dann nochmal anrufen, um meine Bewerbungsunterlagen zu kriegen, die ich bei jedem anderen Unternehmen automatisch zurückgeschickt bringe. Danke, behaltet sie ihr. Und dann kam dieser Aussatz, diese Aussage, ich weiß nicht, also bist du auch normal. Heterosexuelle sind also normal und alle anderen drumherum sind unnormal. Ich verstehe schon. Ich mache ja beruflich werden. Ich sag ja auch, Kinder unter 18 sollten keine Zigarette anrühren, am besten unter 21 nicht. Auf jeden Fall also viele Jahre rauchfrei gewesen, dann fing sie auf einmal wieder an und ich dachte mir so, Mom, wenn du anfängst zu rauchen nach so einer langen Zeit, dann bin ich die Erste, die mitraucht. Und da dachte ich mir, wird schon klappen, die will ja nicht, dass ihre Tochter anfängt zu rauchen. Mittlerweile raucht sie wieder. Ja, ich schätze mal, der Schneemann, das war's schon wieder. Jetzt habe ich eine ganze Menge gelabert, oder? Schauen wir mal, wie lang es geworden ist. Bye, bye. Thank you.